Sabina. Sabina, hör auf. Was? Wie, hör auf? Und das weißt du doch genau. Du hütest Marlene nicht, sondern bist irgendwie total fixiert auf sie. Sorry, aber ich habe das Gefühl, du fängst langsam an spinnen. Entschuldige bitte, ich habe nur ein bisschen nachgedacht. Sie ist nicht dein Kind, sie ist dein Job. Ich habe aber ein Kind. Ja, und das war genau auch so ein Job gewesen, wie Marilyn. Du hast dein Buch vermietet. Fertig. Ah, du hast ja keine Ahnung. Ich will dir doch nicht wehtun, aber so kann es nicht weitergehen. Es ist doch total neurotisch, was du da treibst. Ich weiß. Aber ich will dieses Kind. Ich weiß, es ist schwer zu erklären, aber als es da lag, als es in meinen Armen lag und sie es weggenommen haben, das war, als wenn dir irgendwer was rausreißt, als wenn man dir was abschneidet. Du weißt, es gehört zu dir, aber du hast es verloren. Hey, du verrennst dich da. Das Problem ist doch nicht das Kind, das Problem ist, dass dir irgendetwas anderes fehlt im Leben. Danke, Herr Professor. Aber ich muss es sehen. Irgendwie, ich muss es sehen, wenigstens einmal. Jetzt tönst du aber plötzlich wieder ganz anders. Überhaupt nicht. Wo? Zuerst ist es darum gegangen, das Kind noch einmal zu sehen. Da hilft er ja gerne dabei. Ja, und jetzt? Ja, und jetzt hast du gesagt, du willst es dort holen. Es ist schon nicht ganz gleich, ob du es dort holen oder noch einmal sehen. Warum ist das illegal? Hallo? Wenn jede Leihmutter einfach ihr Kind wieder holen kann? Nein, das meine ich nicht. Ich meine, warum ist Leihmutterschaft überhaupt illegal? Weil es nicht in Ordnung ist, aus ethischen Gründen. Weil man nicht weiß, wem das Kind eigentlich wirklich gehört. Das heißt, es könnte genauso gut mir gehören. Nein, Sabina. Aber wenn es ihm zum Beispiel nicht gut ginge, das muss ich immer denken, wie es ihm geht, ob es gesund ist. Das kannst du wahrscheinlich schon herausfinden. Ich muss es aber sehen. Du willst schon Amsterdam? Ja. Kommst du mit? Lass mich zuerst noch ein paar Sachen abklären. Rechtliche Angelegenheiten, so Instanzen, die zählen. Dann kommst du mit? Ich kann einfach kühlen. Hey, guten Morgen. Morgen. Wow, schon Kaffee? Schon ist gut, ich habe auf dich gewartet. Wir müssen doch heute einen Anwalt finden. Dass das so schwierig ist. Ich dachte immer, Holland sei nicht so bürokratisch wie die Schweiz. Einen Flug haben wir auch noch nicht. Easy, Sabina, easy. Es ist viel fester. Heute wird gefeiert. Ja, ich habe auch schon eingekauft. Was eingekauft? Ja, ein paar Snacks und was für eine Suppe für Mitternacht. Champagner müsstest du noch kaufen oder Prosecco reicht auch. Thomas? Hm? Ist was nicht in Ordnung? Ich finde es ja schon herzig, dass du das machst. Aber? Wer hast du denn einladen? Ich dachte, früher habe ich immer so Partys gemacht. Jeder konnte kommen. Aber Silvester ist doch jeder froh, wenn irgendwo was läuft. Okay, aber du kannst mich schon fragen vorher. Wie gesagt, ich dachte, jeder sei froh, du auch. Ich würde eigentlich lieber ein bisschen raus. Mhm. Wohin denn? In Calvados Bar zum Beispiel. Calvados Bar, ist das nicht ein bisschen trostlos? Wieso trostlos? Ich meine, schau nicht so beleidigt. Ich meine, wenn alle sturzbesoffen sind. Ja und, es ist Silvester. Komm, Sabina, bitte. Das macht mich eigentlich nicht so an. Außerdem wollte Katrin heute zu Marilyn kommen. Ja, eben. Dann passt ja. Das ist doch nicht nett, seine Mutter allein zu lassen heute. Sie hasst Silvester. Sie geht ins Bett. Bitte, Sabina, komm mit. Die kann ich einfach nicht widerstehen. Wird ja langsam richtig idiotisch. Jetzt habe ich so wunderbar aus, so glitzerig. Ja, und sind schon ganz schön hoch, jetzt schon. Aber danke trotzdem. Ja, bitte, gern geschehen. So, Kurt, was ist was? Du bist jetzt bei der alten Schar, wenn du bei den Jüngeren kannst landen. Das geht dich gar nicht an. Das ist noch ein Punkt. Oi, oi, oi. Das ist lustig, gell? Ah, hallo Martin. Hey, gut. Hey. Rufen wir noch einmal. Ja, gerne. Ich komme noch einmal drauf zurück. Hoi.
Telefon, jawohl. Ah, hallo, wer ist da? Was? Ein bisschen lauter. Ah, du bist Julia, hoi, Schneehäsli. Was? Ja, wir sind ja gerade am Bieren, ja. Hoi. In Damenbegleitung. Heissen auf, ihr Wortleck. Ja, gut. Also, der Busch. Du bist also. Hoi. Hoi. Passt du nicht so da? Nur ist gut. Aber jetzt ist es noch ein bisschen besser, seit ich da bin. Ja, nein, lange müssen warten. Ah, jetzt bin ich da. Vom anderen Ufer, hä? Haben Sie, glaube ich, ein bisschen die Scheisse gelangen mit dem dort, hä? Ich glaube, das kann man so sagen. Das kann man überhaupt nicht so sagen. Ja, gutes Neues. Das ist aber schön. Danke vielmals. Zum Wohl. Ah, hallo. Hallo, Martin. Ich habe gehofft, dich hier zu treffen. Hoi, ich bin sehr schön da. Ja, findest du? Also, woher, wieso kommst du auf Zürich? Ich meine, was machst du da? Also, ja, ehrlich gesagt, bin ich auch für mich mit dir zu versöhnen. Es tut mir sehr gut, von langsam zu Zeit. Meinst du, ja? Also gut, komm, dann versöhnen wir uns. Ja, nicht zu heftig. Nicht zu heftig, hä? Hoi, sehr gut. Prostata! Wo ist jetzt der heiße Biber an? Das ist der hat seine Strängen unterlegt. Biologie? Der Humor, hä? Lehrerin. Du hast mich nie. Ich habe das Gewinner so viel gespielt. Wären wir auf? Nein, komm, jetzt spielen wir es noch fertig. Spiel weiter, konzentrier dich. Vielleicht gewinnst du ja gleich noch. Hey! Was ist los? Wir sind allein. Das glaubst du auch. Das ist ja kein Bock. Haben Sie Fester schon mal einen Bock gehabt? Ja, haben Sie Fester. Ja, was ist mit dort anders, oder was? Ja, irgendwie. Ach, ich sollte jetzt heim. Ach, komm, das bist du erst gekommen. Thomas, ich... Das ist irgendetwas. Kannst du mir schon sagen? Ich will das einfach nicht. Ich will nicht mit dir zusammen sein. Du stehst nicht auf mich. Sag. Sag. Ja, meinst du, ich gehe jetzt in der Welt rumposaunen, dass ich schwul bin? Nein, das erwartet gar niemand. Es geht ja allen so. Mir ist es auch so gegangen. Los, Urs. Irgendwann musst du zustehen. Irgendwann jagt sie sonst. Und ich sag dir, es geht dir viel besser. Wenn du weißt, wer du bist. Glaub mir, ich weiss es. Lass mich, ich will das nicht. Ich will keine Story mit dir, okay? Okay. Aber ich warte trotzdem. Und ich finde es sehr schade, Urs. Wirklich. Ich finde es sehr schade. Herrgott, Thomas. Nimm ein Bier und sprich dich aus. Was war denn so schrecklich? Ich weiß einfach genau, dass der auf mich steht. Ehrlich gesagt kann ich mir das auch nicht anders vorstellen. Bitte, Sabina, sei jetzt mal ernst. Das ist mein Ernst. Leider. Ich muss ihn einfach zum Coming-out bringen. Mir wäre das perfekte Paar. Das Traumpaar, logisch. Wo liegt denn das Problem? Er tut einfach extrem verklemmt. Er wehrt sich halt. Ich kenne das ja auch von früher. Ich habe auch gemeint, wenn ich zugebe, dass ich schwul bin, dann geht die Welt unter. Sie dreht sich immer noch. Zeig ihm, dass du das verstehst. Das hilft ihm vielleicht. Und das habe ich ja gemacht. Aber bei ihm ist das irgendwie so tief. Zum Teil das Gefühl, er hasst die Schwule. Dann würde er sich ja selber hassen. Oh Gott, der Arme. Ehrlich gesagt, von mir aus kann er ruhig schwul sein. Aber bei dir ist das wirklich so schade. Sabina? Findest du mich hässlich? Nein, überhaupt nicht. Ich finde dich schön. Ich finde mich ja manchmal selber blöd. Hallo zusammen. Hallo. Oh, ich bin so müde. Ich muss etwas essen. Und nachher sofort ins Bett. Was gibt's?